die aber durch ihre Politik werden Zehntausende Arbeitsplätze vernichtet. Und der riesige Fehler, der hier begangen wird, ist, dass der Staat immer mehr in die Wirtschaft eingreift. Und dabei scheitert doch der Staat schon daran, einfach die Autobahn von Nossen nach Bautzen auszubauen. Und er scheitert schon mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden nach Görlitz. Und dann haben Sie hier so große Projekte. Und wenn der Staat weiter in die wirtschaftliche Entwicklung eingreift, dann werden die konjunkturellen Schwankungen wesentlich größer und zusätzliche Staatsausgaben hemmen die Eigeninitiative. Aber genau das brauchen wir. Wir brauchen innovative Ideen, die im Wettbewerb miteinander stehen, wo am Ende der Kunde oder der Verbraucher frei entscheiden kann, welches Produkt er wählt.